Warner Home Video präsentiert. Warner Video News Dezember. Es wird Zeit, dass wir den Gürtel enger schnallen. Was bedeutet, dass wir nur noch eine Akademie weiterführen? Was? Es wird Zeit, dass wir den Gürtel enger schnallen. Ich bin sicher, dass beide Kommandanten eine derartige Herausforderung begrüßen werden. Hier ist er wieder, der Wahnsinnstrupp in Uniform. Police Academy 3. Und keiner kann sie bremsen. Mahoney? Jungs! Es sind Mädchen. Oh, Mädchen. Hightower? Du, Hightower, deine Mutter will ihre Perücke wieder haben. Oh, Scheiße. Tackleberry? Hooks? Zu willst du mich denn umbringen? Also wenn ich ganz Tackler. Ehrlich bin, ich hab schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Halt an, du wirst sofort anhalten. Gouverneur, was ich sagen wollte, war... Nur keine Sorge, Sergeant. Wenn wir erstmal mit dir fertig sind, hast du Nerven wie Stahl, Eis in deinen Adern und zwei messingharte Möpse groß wie Kürbisse. Wir haben eine Tradition zu bewahren, einen Ruf zu verteidigen und verteidigen werden wir ihn. Und Kommandant Lazard. Danke sehr, Mahoney. Jederzeit wieder, Sir. Doch auch die vielen netten Nonnenkadetten sind nicht ganz ohne. Wo kann man sich hier eintragen lassen? Wer glauben Sie wohl zu sein? Oh, Kellner, können Sie mir die Speisekarte bringen? Da! Das ist der Flugzeugträger Nimitz! Würdest du das bitte Mama von mir geben? Oh. Kauf dir meine neue Kieferprothese! Um die geliebte Academy zu retten, muss ein obertoller Kampftrupp her. Jetzt bist du fertig, fort noch. Wetten fassen. Und den bilden die Superbullen auf ihre Art aus. Mit vollem Einsatz und großem Risiko. In dem Auge der Kamera kann nichts entgehen, Sir. Ich kann auch weiterhin die Sporthalle beobachten, die Klassenräume und diesen Zeichentrickfilm. Oh toll, das ist die Episode, in der die böse Fruchtfliege das kleine Esse... Ich hasse Zeichentrickfilme, ich hasse sie. Was sagen Sie dazu, Sir? Gar nicht so hässlich. Wo fahren wir hin? Keine Fragen. Ja! Ein Wort davon. Oh, ich liebe Männer, die Krabben auf so animalische Art essen. Und wissen Sie, was dieser Mann dazu zu sagen hat? Also ich will mal, ich meine, ich will mal. Ich will mal, also ich meine, ich will mal. Er kann mit Worten wirklich gut umgehen. Die erfolgreichsten Polizisten der Welt sind wieder unterwegs. Denn weltweit hat Police Academy bisher fast 1 Milliarde Mark eingespielt. Oh, Scheiße, Rambo. Und hier ist Police Academy 3. Der Dritte, der Beste. Und keiner kann sie bremsen. In der Folge großer Warner-Komödienpakete zum Videostart von Police Academy 3, die heißeste Premiere des Jahres. Warner Videopremiere. Ene. Mene. Mu. Und Präsident bist du. Endlich erfahren Sie, was wirklich im Weißen Haus passiert. Dieser Mann wurde auf die einfachste Weise erster Mann der Vereinigten Staaten. Seine Gegner starben kurz vor der Wahl. Denn Präsident Link heißt nicht nur so, er ist es auch. Mit seiner ständig angetrunkenen Frau, seiner nymphomanen Tochter und einem bunten Stab garantiert unfähiger Berater, gelingt es ihm, Amerika in dunkelste Zeiten zurückzuführen. Scheiße! Da kommt sie. Oh! Danke sehr. Nichts passiert, nichts passiert. Amerikas Top-Komiker Richard Benjamin, Gilda Radner, Madeleine Kahn und Bob Newhart als Präsident Link zeigen, wie dicht große Politik und menschliches Versagen beieinander liegen. Dann will ich mich hinlegen und dann sollen sie mir die Kleider runterreißen und mich überall berühren, also von oben bis unten. Und dann will ich stöhnen und schmutzige Worte sagen. Menschen. Wie
geht es Ihnen? Ich wünsche eine ordentliche Unterbodenwäsche. Ja. Seine Außenpolitik wird durch kleine Kommunikationsprobleme erschwert. Botschafter Longo, lecken Sie mich am Arsch. Dieser Pullover ist zu teuer für mich. Ich bin hier der oberste Propeller. Und welcher von euch ist die Cheftüte? Nein, nein, ich habe mich immer sehr interessiert für eingeborenen Zeugs. Mr. President. Was wollen Sie? Tut mir leid, Sie zu belästigen, Sir, aber Mr. Spender möchte wissen, ob Sie Bling Bling oder AA machen. Hier ist der Präsident an sein Volk. Feindliche Bomber sind im Anflug. Tun Sie, was Sie können und möge Gott mit Ihnen sein. Da bin ich aber mal auf Rot gespannt. Im eigenen Land hat er alles fest im Griff. Alle Scheiße, deine Ellie, das war's dann. Danke sehr. Mein Beutel ist prall gefüllt. Wer hat noch keinen Souvenirfüllhalter mit dem Präsidentensiegel in Goldprägung bekommen? Ich, Mr. President. Oh, der Senator von Rhode Island. Chapelet Chardonnay 76. Eselsblut und Rinderurin August. Ene, mene, mu und Präsident bist du. Entzückend, ganz entzückend. Außerdem neu im Dezember, die Göttliche. Gilbert Ward? Was? Oh nein, nein, nein. Ja, sofort, sofort. Die verrückte Geschichte eines Mannes, der nur ein Problem hat. Seine Mutter. Was ist hier los? Meine Mutter ist im Gefängnis. Schon wieder? Wir sind im 30. Stock und er berührt meine Hüften. Der Aufzug geht weiter nach oben und seine Hände weiter nach unten. Als wir dann im 70. Stock ankommen, haben wir tatsächlich eine Beziehung. Aber dann steigt er aus und sagt mir nicht mal, wie er heißt. Er hat ein Zimmer für dich im Murray Hill Krankenhaus. Er will wissen, ob die Diätköchinnen sind nicht in der Gewerkschaft. Da gehe ich nicht hin. Gilbert, ich möchte mit Greta Garbo sprechen. Und wen möchten Sie finden? Greta Garbo. Aber ja, natürlich. In der Hauptrolle Anne Bancroft. Sidney Lumet, Regisseur von Hundstage und Network, inszenierte die umwerfend komische Suche nach einer Frau, die es eigentlich nur im Kino gibt. Die Göttliche. Peter Sellers ist Bobo und Bobo ist der Größte. Senor Carbonell, was sagen Sie dazu? Die rein goldene Stimme von Juan Bautista. Verchromt würde mehr der Wahrheit entsprechen. Verchromt, meinen Sie? Ja. Die verchromte Stimme von Juan Bautista? Gut, ja, das sehe ich vor mir. Als himmelblauer, singender Matador bricht er die Herzen der stolzesten Frauen. Wie schade, dass wir ihn nicht hier behalten können. Er passt so wundervoll zu den Vorhängen. Darf ich inzwischen eine kleine Erfrischung anbieten? Ja, ich hätte gerne ein Käsebrot, bitte. Tut mir leid, Monsieur. Pass auf, wenn du nachts spazieren gehst. Tja, ich werde mir Blinklichter anhängen, vorne und hinten. Das ist sicher eine dumme Frage, das gebe ich zu, aber vielleicht haben Sie unter all Ihren Präparaten eine Mixtur oder so etwas, was so ähnlich wirkt wie ein Matadoren-Blaufarbentferner? Es ist einmalig. Was nennst du einmalig? 5 Millionen. Gauner, Kronen und Juwelen. Minimum. Und wozu die kugelsicheren Strümpfe? Ich sagte kugelsichere Westen, um die Zahl der Hinterbliebenen auf ein Minimum zu beschränken. Was heißt Hinterbliebene? Ich protestiere, ich bin vollweise! Ruhe! Tony Savalas und Warren Oates als nicht immer erfolgreiches Gangsterduo. Oh, Wiener Würstchen. Abfahren! Doch ausgerechnet sie wollen den Millionen-Coup landen.
Aber es kommt natürlich alles ganz anders als geplant. Feuer! Zurück, ihr lenden Tunden! Annie, Blase zum Sammeln. Wir haben gewonnen.